Der Moskau Mule ist für viele ein Trendgetränk aus den frühen 2000ern. Dabei stammt er bereits aus den 1940ern und wurde angeblich kreiert, um Wodka, Gingerbier und Kupferbecher zu verkaufen. Falls dem wirklich so war, dann hat es funktioniert und wir machen ihn jetzt, den Moskau Mule. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der Moskau Mule ist streng mit der Wodka-Marke Smirnoff verbunden. Diese wurde zwar Ende des 19. Jahrhunderts von Wladimir Smirnoff in Moskau gegründet. Ein gewisser Rudolf Kanet erwarb aber 1939 die Rechte für Nordamerika, verkaufte diese später an Ublein Spirits, die in der Folge auch die internationalen Rechte und dann die Firma Smirnoff erwarben. Zu dieser Zeit war Wodka in den USA nahezu ausschließlich ein Getränk für dort lebende Russen und so suchte man einen Weg, das Produkt auch bei Amerikanern zu etablieren und das sollte als Mix-Spirituose mit einem Signature-Drink passieren. Bei Drinks, die zu Werbezwecken entstanden sind, muss man bezüglich der Erzählungen zur Entstehung immer ein wenig aufpassen. John G. Martin, ehemaliger Präsident von Ublein, erzählt die Geschichte in einem Video aus den 1970er oder 80er Jahren so. 1940 waren er und Kanet zusammen in Kalifornien. Kanet arbeitete zu dieser Zeit als Werbemanager für Martin und so stellte er ihm Jack Morgan vor, dem das Cock & Bull Restaurant in Hollywood gehörte. Dieser hatte ein eigenes Gingerbier produzieren lassen, wurde es aber nicht los, weil die Amerikaner lieber Ginger Ale tranken. Dann gab es da noch die Freundin Morgans, Osaline Schmidt, die eine Kupferfabrik geerbt hatte und nach Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte suchte. Diese vier dachten sich dann das Rezept, die Präsentation im Kupferbecher und den Namen aus, wobei Martin sich nicht mehr genau erinnern kann, wie es denn zu dem Namen kam. Er meint vielleicht wegen des Kicks des Drinks. Wegen des Eintritts der USA in den Zweiten Weltkrieg wurde dann mit der Vermarktung dieses Drinks allerdings bis 1946 oder 47 gewartet. Durch die ungewöhnliche Darreichungsform und geschicktes Marketing mit Barkeepern und Bildern aus der neu erschienenen Sofortbildkamera von Polaroid wurde der Drink dann laut Martin aber schnell zu einem großen Erfolg. Eine andere Geschichte klingt ähnlich. Hier kommen die Kupferbecher aber von einer Dame namens Sophie Berezinski, die mit 2000 dieser Becher aus Russland eingewandert war und zufällig just in dem Moment in der Cock & Bull Bar vorbeikam, als dort von den genannten Herren gerade der Moskau Mule kreiert wurde. Ein Artikel aus der New York Herald Tribune verlagert das Geschehen wiederum nach New York City. Darin fehlt eine Dame mit Kupferwaren. Dann gänzlich. Ehrlich gesagt klingt das alles irgendwie ein wenig konstruiert. Eine später, 2007, erschienene Version der Entstehungsgeschichte klingt ein wenig einfacher. In dieser will Wes Price, Bartender im Cock & Bull, Anfang der 1940er beim Aufräumen des Kellers schlicht Reste von Wodka und Gingerbier gefunden haben. Beides sollte weg, wurde also von ihm in einem Drink zusammengemischt, an Schauspieler ausgeschenkt. Und bei diesen Gästen kam der Drink sehr gut an. Erstmals schriftlich erwähnt wird der Moskau Mule auch schon 1942 in einer Kolumne namens Inside Hollywood als ein Getränk, welches ein Renner unter Schauspielern und Filmschaffenden sei. Er schien sich also schon damals und nicht erst nach 1946 zumindest in Kalifornien verbreitet zu haben, vielleicht ein Indiz für die Richtigkeit von Price-Geschichte. In Deutschland wurde der Moskau Mule lange meist mit Ginger Ale zubereitet. Erst seit den 2000ern ist Ginger Beer bei uns besser verfügbar und seitdem erfreut sich die Mischung auch bei uns großer Beliebtheit. Als der Moskau Mule entstand, war Wodka meist recht raus. Zeug und Smirnoff damals Vorreiter für neutral schmeckende und durch Filtrierung klare und weiche Wodkas, was für diesen erfrischenden und eher leichten Drink auch sehr wichtig war. Heute beeinflusst die Sorte des Wodkas das Geschmackserlebnis kaum. Hier ist die Wahl des Ginger Beers viel entscheidender, denn da sind die geschmacklichen Unterschiede in der Regel einfach größer. Ich habe mich heute für das Bundaberg Ginger Beer entschieden. Hier steht es. Aber auch hier gilt, nehmt einfach ein Produkt, das euch auch pur schmeckt. So, genug der Vorrede. Das war nämlich für so einen einfachen Drink doch recht viel Story. Lasst uns den Moskau Mule zubereiten. Er wird direkt in diesem typischen Kupferbecher gebaut. Wir brauchen
unseren Jigger und wir beginnen mit frisch gepresstem Limettensaft. Davon brauchen wir 2 Zentiliter. Zum Limettensaft kommt unser Wodka, davon brauchen wir 6 cm. So, und was ich jetzt mache, ist definitiv optional, kam im Originalrezept nämlich nicht vor. Ich habe hier Gurkenbitters in so einem süßen kleinen Fläschchen und davon gebe ich jetzt 2 Dashes hier in den Drink. Ja, ich weiß, das waren 4, aber hier kommt deutlich weniger raus als aus einer normalen Dasher-Bottle. Deshalb 4 Dashes, aber es entspricht 2 normalen. Warum jetzt die Gurkenbitters? Später, so um 2010, vielleicht war es auch schon ein bisschen früher, hat sich der Munich Mule etabliert. Das ist praktisch der gleiche Drink, nur mit Gin anstelle von Wodka. Und dazu wurden gerne Gurkenscheiben als Garnitur gereicht. Auch wir werden das nachher machen, denn diese Garnitur hat sich so ein bisschen auf den Moskau Mule übertragen. Und ich finde, die Gurkenbitters geben da einfach noch mal ein bisschen mehr Tiefe rein. So, jetzt kommt noch Eis in unseren Drink. Und dann kommt unser Gingerbier zum Einsatz. Und zwar brauchen wir davon 12 Zentiliter. Das ist jetzt eine 0,33er Flasche, also gutes Drittel. Ja, ich würde sagen, das passt. Jetzt füllen wir das Ganze mit Eis auf, damit der Becher auch schön voll ist. Soll ja auch nach was aussehen. Ja, dann kommt die Garnitur dazu. Ein Muss ist eine Limettenscheibe, denn die gab es im Original. Die geben wir hier so an den Rand. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch die optionalen Gurkenscheibchen vorbereitet. Und auch die geben wir in den Drink. Da hätte ich vielleicht ein bisschen Eis später reintun sollen. Da arbeiten wir noch mal nach. So. Ja, und dann habe ich für euch Sauerei und den Moskau Mule. Ja, jetzt habe ich mir hier gerade schön die Theke voll getropft, weil der Becher ein bisschen voll war. Aber das werden wir jetzt ändern, denn ich darf probieren. Bei sicherheitshalber trotzdem mal einen Strohhalm. Also, zuerst super frisch. Die Gurke in der Nase, die Limette auf der Zunge. Und dann kommt die Schärfe und die Würzigkeit vom Gingerbier. Das ist genau die richtige Balance aus frisch, herb, also ne, limettig und eben dieser süßen Schärfe. Ich bilde mir ein, dass die Bitters tatsächlich auch noch ein bisschen durchkommen. Der eiskalte Kupferbecher unterstreicht nochmal dieses frische Gesamterlebnis. Es ist nicht die hohe Cocktailkunst, aber es ist ein erfrischender, es ist ein schöner Drink für den Sommer. Wenige Zutaten, also zumindest im Original, wie gesagt, die Bitters könnt ihr weglassen, die Gurke eigentlich auch. Obwohl sie da super zu passt. Ne? Also ist nur im Original einfach nicht drin. Ein anderer sehr erfrischender Drink mit Ginger Beer ist der Dark and Stormy, bei dem Rum anstelle von Wodka verwendet wird. Habe ich schon gedreht. Verlinke ich euch jetzt hier oben. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Dann lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mögt, abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch in Zukunft kein Video mehr. Die Playlist mit anderen Wodka-Drinks verlinke ich euch im Abspann. Da sind dann auch der Cosmopolitan und der Appletini dabei, die beide ebenfalls vor allem zur Vermarktung von Wodka kreiert wurden. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Cheers.